Oh ja, aber ihm läuft es. Klar, ich meine, er ist levelmäßig hochgegangen, aber er war auch nicht maxed out 7. Aber egal, egal. Auf jeden Fall hat der Crazy Paul mal richtig was am Start. Und zwar zwei Walküren. Und ich bin jetzt schon gespannt, was er damit macht. Und ich krieg eine E-Mail. Und ich krieg noch eine E-Mail. Krieg ich vielleicht noch eine? Egal. Oh ja, im Goldbereich geht hier schon einiges. Da haben wir einen vollen Sammler. Da haben wir ihn. Auch wenn er nur auf Level 11 ist. Ist das 11? Ja. Ja, 11. Aber da haben wir noch einen 12er. Eieiei. Aber wir haben ja noch genug. Wir haben ja noch genug Bogies. Das passt ja. So, ja, genau. Das wollen wir sehen, das wollen wir sehen. Und im besten Fall natürlich hier noch das Gold. Das wäre natürlich besonders fein. King vorgeschickt. Kleinen Moment. King vorgeschickt. Klar, Einzelschaden tut dem King natürlich auch weh, aber sind wir ehrlich, wir wollen die 50k noch haben. Und dann alles andere. Ich hätte die CB gar nicht, ach, gar nicht nötig. Gar nicht nötig. Klar, ich meine, jetzt Drache und keine Luftabwehr, die kommt erst dort. Easy peasy, logisch. Aber hätte man nicht mal machen brauchen. Aber ist natürlich in Ordnung, klar. 50%, ja, der Rest ist dann so. Dim, 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 dim. Reißen wir ihm nochmal ein bisschen den Hintern auf und das war's. So, weiter geht es. Mann, ich wollte für Päcker sparen. Und dann wurdest du bestimmt richtig ordentlich angegriffen. Ja, und jetzt würde ich sagen, kommen die hier rein und dann sagen die sich, jo, meins. Und da siehst du, was du falsch gemacht hast. Da siehst du es einfach mal. Ganz davon ab zu schweigen, wie gesagt, mit meiner Taktik, die ich da jetzt momentan habe mit der Queen. Ey, nee, da sagst du echt zu jedem, ey, komm, du hast hier ein paar weniger Mauern. Also Mauern sind so wirklich das Einzige, was dann halt wirklich unberechenbar ist in dieser Kombi. Und wenn du da in der Mitte nichts an Mauern am Start hast, naja, da bist du mal richtig weggerotzt. Da hau ich dich gegen die Wand und fertig. Auf jeden Fall. Und ich glaube aber, jetzt nehme ich echt auch wieder Bogies klar. Ich würde gern Riesen nehmen, aber ich will mich von der Variante erstmal ein bisschen verabschieden. Und ich nehme aber als in der nächsten nehme ich jetzt noch ein paar Mauerbrecher. 10 Stück reichen auf jeden Fall. Und dann kommt hier noch was. Und dann ist das nice. Also wie gesagt, die Alter Packer Level 2 und Golem. Also du hast gleich zwei Dinger. Hast du jetzt zweimal hintereinander aufs Maul bekommen? Das wäre natürlich unschön. Aber warum baust du deine Base auch so auf? Deine Base ist WTF. Die ist einfach WTF. Man muss es einfach sagen. Weil du hast Mauern nochmal zusätzlich. Nee, das ist. Das lädt ein. Also, wie gesagt, meine Base Designs, weiß ich ja, sind ja auch nicht die allerbesten. Ich möchte mich da ja nicht so super hervorheben. Aber das, was du hier machst, ist einfach scheiße. Das wird auch nicht beim zweiten Mal besser. Und ich wette mit dir, du könntest noch 5 von den Angriffen teilen, beziehungsweise von den Verteidigungen. Bau die Base um. Die ist einfach nur totaler Rotz. Die ist wirklich nicht schön. Also, schön muss sie ja eh nicht sein, wirst da selber, aber das ist Murks. Weil alleine die Sache, die, wenn du jetzt einen hast, der mal so richtig auf seine Drachen abgeht, der mal so richtig sagt, yeah, Drachen sind meins, ja? Der sagt, cool. Ich hol mal einen Loot. Weil, zack, weggerotzt, zack, weggerotzt, zack, weggerotzt. Oh.
Oder mit Ballons. Oh, also es ist alles total easy, mit Ballons sogar noch viel einfacher, weil sie dann sogar noch hier drüber fliegen, weil die gehen natürlich nur auf Dev-Gebäude. Wisst ihr ja, klar. Also wie gesagt, das nicht. Und diese Base ist WTF. Wirklich, glaub's mir. Also, da muss er nicht mal irgendwas können, sondern er muss ja effektiv nur eine Mauer, eine. Uno, one. Un, deux, trois, un, Mauer, Mur. Vielleicht heißt Mur Mauer. Ich glaube, ja, könnte sein. Also, auf jeden Fall muss er nur eine Mauer killen, um da komplett im Paradise zu sein. Und das ist so einfach schade. Genau, ich dachte nämlich schon, warum ballert er jetzt nicht noch den Giftzauber rein? Und jetzt ist er total dabei und kann dich komplett auseinandersplashen. Und auch die paar Truppen, die er nur noch hat, die müssen doch nicht irgendwo durch eine Mauer durch. Und ich meine, er hat jetzt der Päcker weg, aber ich meine, er hatte immer noch den Päcker drinne. Ganz ehrlich, er hat es verdient. Er hat es verdient. Also wie gesagt, Base auf jeden Fall schnellstmöglich umstellen, weil das ist totales Ge nee, das ist totales nee, un ge geballtes Unwissen, sage ich mal. Ja, klar, der ja, und jetzt Golem-Party ist natürlich gleich vorbei. Das ist, wie gesagt, das ist verdient aufs Maul bekommen, sage ich jetzt mal ganz, ganz böse. Ist nicht böse gemeint, glaube ich, solltest du wissen. Klar, ich fange hier jetzt nicht an, hier irgendwie die Abonnenten zu beleidigen. Das wäre irgendwie ein bisschen ganz, 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 ganz fehl am Platze. Hier sehen wir richtig fett. Ich gucke einfach nur aufs Dunkle. Ich sehe da einen dunklen Bohrer, ich sehe da einen dunklen Bohrer und ich sehe da auch einen. Und das ist ziemlich geil. Auf jeden Fall. Genau. Wie sagt man? Gönn dir. Gönn dir. Und ja, was soll man sagen? Da kann man nur zuschlagen. Da kann man nur zuschlagen. Also nicht im Klopp-Sinne, sondern einfach nur. Gönn dir. Also wirklich megamäßig hier. Hier gibt es richtig schön was zu tun. Oh, abgelootet. Abgelootet, würde ich sagen. Also richtig schön. Und der ist garantiert schon eine ganze Weile offline, sage ich mal, inaktiv. Hier, Expos sind ja nicht mehr am Start. Und garantiert wird der immer nur von draußen abgegrast. Mehr passiert da gar nicht. Und richtig geil, richtig geil. Obwohl, ich meine, die Infer na, obwohl, nee, zu den Infernos wird so schnell keiner kommen. Die werden sich immer sagen, ach komm hier, ich nehme mir das letzte bisschen hier draußen. Oh, richtig schön. Ich sag dir eins, die 3,6K Dunkles, die gönn ich dir. Sehr geil gemacht. Läuft. Ich meine, war ja jetzt nicht so schwer, aber sehr geiler Angriff, dass du den gefunden hast, auf jeden Fall. Erdnuss Flip 2002. Ja, der ist schon eine Weile vorbei, die 2002. Hier, das ist noch vollkommen in Ordnung. Da kann ich noch sagen, das kann ich vertreten, weil die Kobi-Schlange war jetzt nicht so exorbitant lang. Okay, keine Falle drin gewesen, super schick, super schön, alles cool. Aber wenn ich jetzt hier, ich sage jetzt mal, 70 Kobis habe und die rennen mal schön alle gegen eine Bombe, ist es einfach schade. Die Nase fängt wieder an zu jucken. Jo, hier Ablenkung, ein King. Und dann eben schön nochmal ein bisschen was gestylt. Weiter, wo bleiben die anderen Kobis? Warum? Du hast doch ein Ablenkungsmanöver. Jungchen. Aha. Okay. Warum der Blitz? Egal. Da ist jetzt klar, Magierturm, muss man gucken, muss man gucken. Logisch, da halten sich natürlich die Kobis lange am Goldlager auf, aber nicht lang genug, um alle zu splashen zu können. Läuft. Cool. War nett. Furkan. Furkan hatte ich, glaube ich, auch schon mal. So ein Name prägt sich ja so ein bisschen ein. Und ach so, ja, da dazu, nee, alles gut. Alles gut.
ja, das ist klar, schön leergeräumt, auf jeden Fall. Und jetzt noch geguckt, ob man irgendwo genau da noch die Prozente ziehen. Aber wie gesagt, da gucke ich ja jetzt momentan echt sowas von gar nicht drauf. Zumal ich dann auch immer angegriffen werde, ihr habt es ja bestimmt bei Instagram gesehen, angegriffen werde und dann, ja, will einer absichtlich halt verlieren, klar, will sich fallen lassen und kriege ich einfach mal wieder 50 Pokis. Auch sehr geil, sehr geil. Kobis sind hier jetzt das Maß der Dinge, aller Dinge auf jeden Fall, klar. Und sogar noch ein paar Mauerbrecher dabei. Das ist natürlich eine ganz geile Sache. Damit kommt man natürlich dann auch wirklich weiter in dem Bereich. Wenn ich sehe, okay, komm. Kobis gehen hier zum Beispiel gegen die Mauer hier im unteren Bereich gerade. Dann nochmal an einer anderen Stelle natürlich. Also wenn die hier sind, nicht an der Stelle den Mauerbrecher, sondern zum Beispiel von hier, dass der halt eben alleine gegen die Wand gegengehen kann und dann ist das eine easy Nummer. Jetzt haben wir da noch. Also ich würde sagen, hier, ja genau, hier, weil da halt Gold und so und nicht Flächenschaden und so. Zack, zack, zack und dann, wir haben ja noch ohne Ende. Guck mal, wir haben noch 111 Kobis. Ich scroll mal ein bisschen weiter hier. Genau, noch ein Jahr einwandfrei, zack, wir sind drin. King? Nee, warum von da? Okay, ich hätte... Theoretisch hätte es von hier auch gehen können, theoretisch, weil du hier Fläche hast. Drinne, einwandfrei, super nice, schön gemacht. Schön gemacht. Was will man mehr? Ganz ehrlich, was will man mehr? Super. Cooles Ding, ordentlich geritten, 700k. Was will man mehr? Na, den muss man jetzt nicht unbedingt zeigen. Ja, okay. Ist eine WTF-Base, klar, aber in dem Bereich unten ist das so. So, jetzt, ich glaube, ich werde die vielleicht sogar in drei geteilt haben. Ihr seht das ja dann erst im Nachhinein, logischerweise, wenn ich mich dann schon entschieden habe. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand, die Dinger waren wieder mal mega nice. Ziemlich sweet und ich verlasse den Clan und ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.